Hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und heute würde ich Ihnen gerne etwas über Absicherung von Depots erklären. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, Depots abzusichern oder auch Einzelpositionen. Und ich glaube, wenn wir vielleicht einen ganz kurzen Blick mal auf den S&P 500 werfen und uns mal die letzten Tage anschauen, ist es vielleicht ganz interessant. Wir hatten hier den Höchststand letzte Woche knapp vor 4000 Punkten. Jetzt ist der Markt leicht ja, nach unten gedreht. Heute aber eine ganz interessante Kerze, was eigentlich wieder bedeuten wird, dass in den nächsten Tagen wieder die Richtung 4000-Punkte-Marke laufen kann, laufen wird höchstwahrscheinlich. Das werden wir dann in den nächsten Tagen sehen. Aber wenn man jetzt einmal ein Portfolio nimmt, welche Möglichkeiten gibt es denn generell, sich abzusichern für eine mögliche Korrektur? Das heißt, man hat hier die verschiedensten Varianten. Wir haben natürlich einmal eine Möglichkeit, über Optionen zu sagen, wir sichern das Depot ab, das heißt Put-Optionen über einen möglichen Verfall der Position oder für eine mögliche Abwärtsbewegung. Das ist, glaube ich, auch so die, ja, würde ich fast sagen, die herkömmlichste oder die weit verbreiteste Variante. Es gibt aber auch ETFs, die natürlich hier genau auf so etwas abzielen. Das heißt, wer jetzt sagt, Optionen sind mir persönlich ja, zu kompliziert, kenne ich mich nicht damit aus, kann man das Ganze auch über ETFs machen. Es gibt natürlich noch andere Produkte, die wir hier kurz mit erwähnen wollen. Sie können neben Optionen natürlich auch Optionsscheine handeln, wo man natürlich genauso Put-Optionsscheine kaufen kann für einen möglichen Einbruch. Es gibt Zertifikate, Knockout-Zertifikate, die natürlich auch genauso etwas absichern können. Jetzt geht es, denke ich mal, darum, wie stellt man sowas in der Praxis dar oder wie vielleicht auch mal ein genaues Rechenbeispiel, wie ich eine Position dann im Detail absichern kann. Dafür habe ich heute einmal eine Position ausgesucht und zwar gehen wir mal auf Ford Motors. Ford Motor aktuell bei 12,30 € der Preis. Wir können jetzt direkt einmal sagen, wir wollen bei Ford eine Position aufmachen. Das heißt, wir kaufen jetzt mal 100 Aktien. Wichtig bei Optionen ist natürlich die Stückelung von 100 Aktien, weil eine Option prinzipiell immer 100 Aktien entspricht. Jetzt sollten wir das Ganze auch hier dementsprechend im Chart sehen. Ich mache den Chart mal etwas größer. Wir sehen hier die Position, aktueller Preis 12,34 €. Wir sehen auch schön den Verlauf hier bei Ford Motor und Sie sollten sich natürlich zuerst überlegen, was ist denn ein Bereich oder ab welcher Größenordnung wäre es für Sie wichtig, dass die Verluste begrenzt sind. Das wird natürlich umso günstiger, umso größer Ihre Schmerzgrenze ist. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, bei 11 Dollar wäre eigentlich schon meine Schmerzgrenze erreicht, das sind jetzt 1,30 €, das ist noch nicht so viel Abstand zum aktuellen Kurs, dann wird natürlich so eine Absicherung je nach Laufzeit auch etwas mehr kosten. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, okay, 20, 25%, so etwas in dieser Größenordnung würde ich riskieren, da hätten wir hier eine Möglichkeit zu sagen, ab 10 Dollar oder bei 10 Dollar würden wir hier eine Absicherung setzen. Die einfachste Absicherung für Ihre Position sind natürlich Stop-Orders, die nur dann nicht greifen, wenn ein großes Gap entsteht, also ein großer Sprung. Wir sehen, bei Foot ist das in der Vergangenheit seltener passiert. Hier hatten wir mal so einen Gap nach oben, aber man möchte natürlich auch irgendwo eine Sicherheit haben, gerade wenn man vielleicht doch nicht jeden Tag in die Position reinschaut und einfach auch so eine Position wie Ford vielleicht längerfristig halten möchte, weil man dementsprechend hier Dividenden kassieren möchte, dann wäre das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, hier möchte ich eine Absicherung haben. Eine Absicherung auf 10 Dollar, das heißt 10 Dollar wäre jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario, was wir als möglichen Verlust in Kauf nehmen wollen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was so eine Absicherung kostet. Man kann es eigentlich wie eine Versicherungspolice sehen. Wenn nichts passiert, ja, zahlen Sie natürlich die Versicherung trotz alledem. Aber wenn der Schadenfall eintritt, ist es im Prinzip dann die Absicherung, dass Sie
hier nicht schlechter gestellt sind, als was das maximale Risiko ist, was sie eingehen wollen. Da können wir jetzt auch verschiedene Laufzeiten wählen. Wir sind jetzt im März, das heißt, ich würde jetzt mal eine Absicherung suchen, die jetzt vielleicht bis Mai läuft. Und da haben wir jetzt auf der linken Seite die Call-Option, auf der rechten Seite die Put-Option. Um jetzt hier so eine Absicherung bei Ford Motor durchzuführen, müsste ich 22 Cent pro Aktie zahlen. Bei 100 Aktien sind das genau 22 Dollar. Das heißt, 22 Dollar wäre meine Absicherung auf Ford Motor. Natürlich nur bis zum Mai. Wenn Sie das bis zum Juni oder bis zum nächsten Jahr mit durchführen wollen, dann wird es natürlich dementsprechend teurer. Das ist immer der Nachteil bei Optionen. Haben Sie einen Zeitwert, genauso wie dann den Zeitwertverlust, wenn nichts passiert. Also diese 22 Dollar, wenn wir das vielleicht nächste Woche uns noch einmal anschauen, sondern 2 Wochen, wird natürlich dann höchstwahrscheinlich unter der Annahme, dass der Kurs identisch bleibt, günstiger sein. Das wird natürlich bei einer Aktie, die erstmal vom Preis höher liegt oder auch volatiler ist, durchaus teurer sein. Das ist jetzt wirklich mal ein Beispiel auf eine Aktie, die wenig Schwankungen hat, die natürlich auch preislich in dem dementsprechenden Segment liegt, was auch für kleinere Depots, glaube ich, ganz interessant ist. Und da ist es auch immer ganz wichtig zu sagen, man setzt das ins Verhältnis. Das heißt, Sie müssten dann auch mal schauen, was kostet mich das prozentual zu dem, was ich jetzt hier bezahlt habe. Das heißt, wir sollten eigentlich einfach nur ganz einfach schauen, was sind die 22 Cent im Vergleich zu den 12,35 Dollar, die wir jetzt hier als Einstiegskurs haben. Das heißt, wir teilen einfach diese 22 Cent durch die 12 Dollar. Also sind, um es kurz zu machen, knapp 2%, die Sie hier bezahlen müssen, um die Absicherung für ein Worst-Case-Szenario zu haben, dass der Preis wirklich unter 10 fällt. Was passiert dann? Sie haben sich ein Verkaufsrecht gesichert zu 10 Dollar. Das heißt, egal wo der Preis hingeht, sollte Ford Motors auf 5 oder 6 Dollar fallen, Ihr Verkaufsrecht zu 10 Dollar bleibt bestehen. Wenn das natürlich nicht unter die 10 Dollar fällt, dann haben Sie schlussendlich, verfällt die Option wertlos. Das heißt, die 22 Cent sind in dem Fall dann sowieso bezahlt und weg. Aber Sie haben halt dieses Worst-Case-Szenario abgesichert, was bedeutet, kein größerer Wertverlust als diese 10 Dollar. Nur mal als Beispiel, wenn wir das Ganze auf ein knappes Jahr durchführen wollen, können wir auch einmal schauen, was kostet mich denn das Ganze bis zum 21. Januar 2022. Dann sind wir hier in diesem Bereich, das heißt, da zahlen Sie dann schon 92 Cent, also zwischen 92 Cent und 1 Dollar. Das ist natürlich dann auch eine ganz andere Größenordnung, aber da sehen Sie schon, wie entscheidend es ist, dass das Thema Zeitwert, Laufzeit. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass in den nächsten Monaten etwas passiert und einfach da eine gewisse Sicherheit haben möchte, dann sollte man natürlich etwas kürzere Laufzeit wählen. Oder gerade für Tage, wo man weiß, okay, man ist jetzt unterwegs, in den nächsten Wochen wird es schwierig, vielleicht das Depot so zu verwalten, wie man es gewohnt ist, um da kein Risiko zu gehen und vielleicht nicht auf die herkömmlichen Stop-Orders zu vertrauen, ist das natürlich ganz klar eine Alternative. Wer natürlich in dem Fall sagt, ja, das mit den Optionen, allein die Laufzeit, die ganzen Dinge, die ich beachten muss, ist mir ehrlich gesagt etwas zu kompliziert, der hat auch die Möglichkeit, das Ganze etwas anders zu strukturieren. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Eins der bekanntesten, glaube ich, ist das sogenannte ETF auf die Volatilität. Das ist jetzt speziell auf den S&P 500. Wir sehen hier, wenn nichts passiert, verliert das ETF ständig an Wert. Aber das wäre natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass etwas kommen wird, dann kann man dieses ETF auch in der Regel, je nachdem, wo Sie sitzen, in der EU ist es momentan nicht ganz so einfach, da das ETF zu handeln. Aber man sieht hier, glaube ich, ganz gut, was passiert denn, wenn die Volatilität steigt. Dann geht das ETF natürlich richtig durch die Decke und damit können Sie auch das Depot absichern. Also wer das letztes Jahr hier am Anfang der Corona-Krise getan hat, das können wir uns auch ganz kurz mal anschauen.
Da war das ETF hier auf einem Preisniveau von 15 und in der Spitze hatten wir hier 80 Dollar. Also das ETF hat sich auch vervielfacht und anhand der Vergangenheit kann man natürlich auch ganz gut ablesen, wie wäre das für die Zukunft. Und damit können Sie eigentlich auch das ganze Depot absichern. Klar, wenn Sie jetzt nicht nur in Amerika oder nicht nur im S&P investiert sind, ist es vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht die optimale Absicherung, weil viele Märkte vielleicht auch ein Stück weit unabhängig sich bewegen. Aber sind wir doch mal ehrlich, ob das jetzt Europa ist oder die großen Märkte weltweit, die hängen irgendwo alle an Amerika oder an den Bewegungen, die dort entstehen. Von daher hätte ich jetzt persönlich keine Bauchschmerzen zu sagen, ich sichere mein Depot mit einem ETF wie VXX oder mit Optionen auf VXX ab. Das macht das Ganze natürlich auch dementsprechend mit einer Hebelwirkung noch etwas einfacher. Aber das große Problem bei Absicherung bleibt immer der Zeitwertverlust. Das heißt, wenn nichts passiert, das ist wie bei der Versicherung, kann man sich ganz einfach vorstellen, Sie zahlen weiterhin die Prämien und nur für einen Worst-Case-Szenario, so wie wir es letztes Jahr im März hatten mit Beginn der Corona-Krise, greift dann so eine Absicherung. Aber ich glaube, für Buy-and-Hold-Strategien auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Wer jetzt meint, okay, das ETF ist mir vielleicht etwas zu intransparent, dem kann ich immer nur den Tipp geben, es gibt auch das ganz normale, den ganz normalen Index auf die Volatilität, den VIX, werden Sie sich auch alle schon einmal gehört haben. Und der ist natürlich auch als Future handelbar und kann man hier auch nochmal ganz gut sehen, ist eigentlich 1:1. Das ETF bildet ja diesen Future ab, das, was wir gerade eben gesehen haben. Aber wenn Sie sich zutrauen, sage ich mal, Futures zu handeln, ist der Volatilitätsfuture, also der VIX, natürlich genauso eine Möglichkeit, hier das Ganze mit abzusichern. Da sehen wir den letzten größeren Ausbruch, wenn man ihn so bezeichnen mag, Ende Januar. Anfang Februar. Ansonsten gibt es natürlich immer wieder kleine Peaks, wenn es hier auf über 35 geht, habe ich mir mal so die Meldung oder den Alarm gesetzt, dass da auch eine Meldung kommt, aber Sie werden es in Ihrem Depot sehen, Sie werden es bei den Einzelpositionen sehen, da kommt in der Regel immer schon Bewegung rein. Entscheidend ist halt immer die Frage, ab wann fängt so eine wirkliche große Korrektur an und ab wann beginne ich hier so eine Position natürlich mit anzusetzen, umso später, umso teurer. Aber da hat man zumindest schon mal Indiz, dass es eine mögliche Trendwende gibt. Also das wäre natürlich auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und die restlichen Werte oder die restlichen Möglichkeiten, die wir am Anfang Ihnen noch mit an die Hand gegeben haben, wie jetzt zum Beispiel Zertifikate oder Optionsscheine, da muss man wirklich genau schauen. Gerade bei den Zertifikaten mit Knockout-Schwelle ist es immer sehr, sehr schwierig, auch wirklich transparent zu sehen, wie sich das Ganze zusammensetzt. Und diese Produkte, die fair am Markt zu handeln sind, wo jetzt nicht die Emittenten die Preise stellen, sind für meiner Meinung nach auch die besten Absicherungsmöglichkeiten. Also entweder mit einem Future, da ist auch die Liquidität da, mit dem ETF VXX oder mit Optionen auf Ihre Einzelpositionen haben Sie hier sehr, sehr gute Möglichkeiten, das Ganze abzusichern. Wir können dann in einem der nächsten Videos auch nochmal ein konkretes Beispiel für so ein Gesamtdepot machen, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein Worst-Case-Szenario absichert. Es ist ja auch in der Regel jetzt nicht so, dass Sie bei allen Versicherungen zu 100% das absichern, was jetzt irgendwo passiert, sondern dass man einfach sagt, wenn etwas passiert, möchte ich zumindest, dass 50% meines Depots gesichert sind, um einfach die Kosten zu reduzieren. Aber das steht natürlich in Korrelation. Umso mehr Sie absichern, umso länger Sie das absichern wollen, umso teurer wird das Ganze. Und das ist halt die Überlegung, die man sich im Vorfeld hier einmal stellen sollte, bevor man diese Möglichkeiten dann auch als Positionen direkt hier mit angeht. Sollten dazu Fragen sein, nutzen Sie die Kommentarspalten. Ich freue mich, Ihre Kommentare zu beantworten, zu lesen und hoffe, dass Sie hier etwas dazulernen konnten und würde mich freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.